Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Fernsehen und im Radio, dann meldet euch bei mir unter unserer bekannten Telefonnummer, der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist die Sarah. Sarah ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sarah. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein ganz dickes Problem. Und zwar habe ich meinen besten Freund, das war früher ein Familienfreund von uns und auch von meiner älteren Schwester, die 4 Jahre älter ist wie ich, ein guter Freund, die ist aber irgendwann weggezogen. Und wir hatten uns halt vor 2 Jahren wieder getroffen auf dem Schützenfest bei uns. Ja, und da ich damals dann halt auch mit meinem langjährigen Freund schon auseinander war, sind wir seit 2 Jahren jeden Tag aufeinander. Also hocken wir jeden Tag aufeinander. Aber irgendwie. Ist nur ein guter Freund keine Beziehung? Ja, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes zwischen uns. Also es ist halt keine normale Freundschaft, so wie man sie kennt. Ne? Mal alle paar Wochen mal irgendwas zusammen machen oder so. Aber kein Sex? Nein, gar kein nichts. Sex. Gar nichts. Also große platonische Freundschaft. Ja. Ja. Und das Problem, was ich jetzt einfach nur habe, also er ist gelernter Erzieher, also ich betone das immer, weil er ist wohl schon länger in mich verliebt, hat mir das aber erst vor 3 Monaten gesagt. Ah. Ja. Also er hätte gerne mehr. Ja, also das auf jeden Fall. Wieso betonst du, dass er gelernter Erzieher ist? Ja, weil er seitdem auch alles analysiert. Also wenn ich sage, ich bin zu Hause, dann bin ich auch zu Hause. Und er stellt dann immer wieder Thesen auf, dass ich doch nicht zu Hause war. Also er ist, kontrolliert mich in jeder Hinsicht. Ah ja, das hat, glaube ich, nicht so viel mit dem Beruf des Erziehers zu tun. Das weiß ich nicht. Also, glaube ich, so eine Typfrage, dass er dann so das macht. Also auf jeden Fall ist er in dich verliebt. Er würde gerne mehr. Er würde gerne eine Beziehung haben mit dir. Ja, also das und du, ist aber, was ist mit dir? Ja, also da läuft gar nichts. Also ich habe auch keine Gefühle für den. Also was jetzt beziehungstechnisch... Also keine sexuellen, erotischen Sehnsüchte, gar nichts. Nein. Also gerne eine gute, dicke, fette Freundschaft. Ja. Aber kein Sex und keine Liebe. So sieht's aus. Hast du ihm das so klar und knallhart gesagt, wie ich es gerade formuliert habe? Ja, also am Anfang war es so, dass wir dann schon mal so gedacht haben, weil er dann sagte, mir vor diesem Ultimatum gestellt hatte, entweder probieren wir es mal oder wir lassen es. Und dann hatte ich mich mal drauf eingelassen, aber das habe ich an dem gleichen Tag noch beendet. Was heißt eingelassen? Hast du ein bisschen geknutscht mit ihm oder gefunden? Ja, da haben wir dann halt geknutscht, aber das ist auch schon länger her. War jetzt nicht aber dein Ding? Nee, absolut nicht. Das ging gar nicht. Und ich habe ihm das auch gesagt. Und am Anfang habe ich ihm das noch irgendwie schon versucht beizubringen. Und mittlerweile ist aber so, er weiß halt auch alles von mir. Also wir haben so gesehen auch keine Geheimnisse, weil er ist auch so ein Typ, ich muss ihm immer alles erzählen. Ne? Also was ich gemacht habe und obwohl wir uns jeden Tag sehen. Ja, und heute hat es dann halt richtig geknallt, weil wir uns... weil ich ihm heute wirklich gesagt habe, dass es mich nervt, also auch egal, ob ich gerade einen Anruf gekriegt habe oder ob ich eine SMS versende, jedes Mal fragt er, wer ist das, wer macht das und seine, ja, sage ich mal, ganz auf Deutsch dummen Sprüche, die immer kommen. Du hast heute richtig nochmal klar Tisch gemacht. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Ja, nicht gut, ne? Also er sieht das wirklich, also schon sehr krankhaft, sage ich mal, krankhafte Liebe ist das, weil er sieht es gar nicht ein. Und er meinte, da muss ja irgendwas sein, wenn wir uns jeden Tag sehen. Mhm. Ich meine, ich muss dazu sagen, er wird 31 im Oktober. Oh. Ich wollte dich vorhin schon fragen, ist er so alt wie du? Nee. Er ist 31. Das heißt, da ist schon mehr Erfahrung. Er sieht nicht so aus, sage ich mal, ne? Wie 31. Er benimmt sich vielleicht auch nicht so, wie du es gerade sagst. Also, gar nicht. Sarah, klarer Fall für mich. Wirklich völlig klarer Fall. Wenn du für dich 100%ig sicher bist, ich will mit ihm keine Liebesbeziehung haben, sondern höchstens eine gute Freundschaft, dann ist die Sache klar. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ja, aber das Problem ist es ja, Domian, was ich ja habe, dass das schon so eine besondere Freundschaft ist. Ne? Das ist nicht mal eben Larifari. Ist mir klar. Und du hast Angst, dass du die verlierst, wenn du jetzt zu sehr bei deinem Standpunkt bleibst.
Ja, weil wir haben es ja auch probiert. Wir haben vor 2 Monaten, also habe ich gemerkt, dass es sich vieles verändert hat. Mhm. Und dann, wir gehen auch viel spazieren und dann habe ich ihm das auch so gesagt und da meinte er ja, er hätte auch sich schon Rat geholt und viele hätten ihm gesagt, das könnte nicht klappen, so, ne? Mhm. Und, das glaube ich auch. Ja, aber irgendwie hat es ja trotzdem geklappt, weil beide diese Freundschaft irgendwo wollen, ne? Ja, aber im Moment geht's dir doch nicht gut dabei. Und heute ist es, wie hat's wieder gekracht. Und du rufst mich sogar an. Ja. Und was meinst du, wie es krachen wird in dem Moment, wo du dich verliebst, wo ein anderer Mann auftaucht? Ja, das ist es, ja. Das ist es. Und das wird über kurz oder lang wird es kommen, dass du dich verliebst. So, das musst du ihm auch nochmal so sagen. Was passiert dann? Ja, das Problem ist, es hängt halt auch viel dran, weil es ist halt so, es ist ja halt eine Hintergrundgeschichte irgendwo, ne? Weil ich habe halt keinen Kontakt zu meinen Verwandten oder meiner Mutter oder so. Mhm. Es ist halt alles abgebrochen und ich habe ihn halt als Einzige mit einer Freundin zusammen und weil ich mich so abgeschottet habe von allen anderen und ich weiß einfach, ich bin jetzt nicht in dem Moment egoistisch und sage, nee, dann nehme ich das eben auf mich und lass mich weiter nerven oder in dem Sinne, ne? Sondern es ist halt einfach so, dass ich wirklich dann den einzigen Menschen verliere, der mich versteht oder der wirklich auch meine Denkensweise kennt. Aber, Sarah, wenn er das nicht hinbekommt, wenn er dich nicht so akzeptieren kann, wie du bist im Moment und was du denkst, wenn er das nicht akzeptieren kann, dann wird es nicht funktionieren mit euch beiden. Und dann wirst du über kurz oder lang auch das ertragen müssen, dass ihr euch vielleicht etwas voneinander entfernt oder das sogar kaputt geht. Da gibt es keine Lösung in dem Fall. Keine Lösung, wo beide mit glücklich sind. Im Moment sind beide unglücklich. Weil er kriegt dich nicht und und dir geht das alles auf die Nerven, wie er sich verhält. Ja, total. So, also ist das eine ganz konfuse Situation. Ja. Die kann man nur lösen dadurch, dass er akzeptiert, was du willst. Und wenn er das nicht akzeptiert, dann muss man erstmal so ein bisschen auseinandergehen und sich Freiraum schaffen und auf Distanz gehen. Wie sich entwickelt. Ja, nur so geht das. Gibt's keinen anderen Rat. Oh Mann, aber das ist so schwer. Ja, ist schwer. Aber ne, siehst es ja auch ein. Die Sachlage ist ja ganz klar. Ja, natürlich, ne, aber das ist ja das Problem. Hätte ich das, ich weiß das ja schon länger, dass das nicht so weitergehen kann. Mhm. Aber irgendwo, können wir das beide wirklich auch so nicht beenden, auch nicht zu sagen, nee, wenn das jetzt nicht klappt, dann trennen sich jetzt unsere Wege. Das haben wir ja schon probiert, das geht ja nicht. Und irgendwie muss es da eine andere Lösung geben, anders geht's nicht. Weißt du, manchmal brauchen ja Dinge so ihre Zeit. Ja. Da kann man klug drüber sprechen und es ist einem auch klar, aber man kann es trotzdem nicht tun. Ja. Meistens ist es dann so, dass die Dinge eskalieren. Und es dann zu einer Lösung kommt, weil irgendwie was wirklich so aufeinander prallt, dass es gar nicht mehr anders geht. Vielleicht seid ihr noch nicht an dem Punkt. Vielleicht musste ja auch noch abgewartet werden und ihr müsst den vielleicht auch noch aushalten. Oder was soll ich denn jetzt machen? Das ist so meine Frage. Wenn du das schaffst, würde ich an deiner Stelle, wenn du das schaffst, erstmal mich zurücknehmen. Etwas auf Distanz gehen. Soll ich ihm das so sagen? Ja, oder? Ja, würde ich so sagen. Ich würde so sagen. Oh Gott, okay. Auch nochmal mit dem Argument, was ist in dem Moment, wo du dich verliebst und das kommt. Ja, da habe ich ja so Angst vor, ne? Ja. Und ich meine, ich kann das ja schon, ich kann ja gar keinen anderen kennenlernen. Ja, ne? Das ist schlimm, das finde ich schlimm. Weil, ich habe auch Leute kennengelernt und dann habe ich zurückgesteckt, weil das... Genau, ich wollte gerade fragen, in den letzten 2 Jahren beispielsweise, gab es da nicht schon mal Situationen, wo du dich in jemanden hättest vielleicht gerne verlieben wollen? Ja, natürlich, ich hatte mich auch schon verliebt und alles. So, und so geht das nicht. Das heißt, du kannst ja dein Glück, was auch ein Glück ist, immer eine Liebesbeziehung, kannst ja nicht blockieren, nur wegen ihm. Das geht ja nicht. Ja. Also wenn du schaffst, geh auf Distanz und sag's ihm. Also richtig direkt frei raus. Frei raus, finde ich. Finde ich ja. Das ist in dem Fall wirklich das Richtigste und das Ehrlichste. Mhm. Liebe Sarah. Ja. Viel Glück und viel Kraft. Dankeschön, Domian. Tschüss, Sarah. Okay, ciao. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Sommergeschichten. Ein langer Sommer liegt hinter uns. Zwar nicht so ein ganz schöner Sommer, so ein zweigeteilter Sommer. Super toll.
toller Juni und Juli und der August war nicht so toll. Aber es geht gar nicht ums Wetter, sondern was ist euch so in den letzten beiden Sommer oder letzten drei Sommermonaten passiert an gravierenden Dingen? Vielleicht sehr schönen Sachen, vielleicht im Urlaub irgendetwas, vielleicht aber auch sehr traurige Sachen. Vielleicht sind Dinge in eurem Privatleben passiert, die ihr gar nicht für möglich gehalten hättet. Und die sind genau in diesem, vielleicht auch schönen Sommer, in den schönen Sommertagen passiert. Also Sommergeschichten heißt unser Thema morgen. Wenn ihr euch schon anmelden wollt, dann macht das über Mail. Ansonsten morgen immer ab 0 Uhr sind wir hier. Ihr wisst das ja. Und um 1 geht's dann los. Dominik ist mein nächster Anrufer. Dominik ist 19 Jahre. Hallo. Jawohl. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, also mein Problem ist im größten Sinne mal Sex in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber das klingt ja noch nicht so schlimm. Mein Ding ist halt, dass ich bin 19 Jahre alt. Es geht jetzt so zwischen 4 und 5 Jahren, dass ich also ja irgendwo zum Beispiel in den Park gehe, auf eine verlassene Parkbank und mich da selbst befriedige. Mhm. Und ich gucke halt schon, dass nicht viel los ist an der Stelle, beziehungsweise gar nichts, aber ja, diese Möglichkeit, dass halt jemand vorbeikommt und mich dabei erwischt. Das ist dein Thrill. Genau. Und das Problem ist jetzt, ich bin 19 in der Öffentlichkeit, also mit 15 oder so, ich wurde halt auch schon öfter erwischt, was also auch nie wirklich Probleme gab, also entweder es waren sowieso immer ältere Leute, also Herren und Damen ab 30 vielleicht. Mhm. Und als ich noch 15, 16 war oder so, da haben sie, ja, entweder sind sie nur weitergelaufen, weil sie halt den Bengel da haben sitzen sehen, mhm, oder sind halt drauf eingegangen. Aber es hat dich noch keiner angezeigt? Nein, noch gar nicht. Wie geht denn das? Du sitzt auf einer Parkbank und onanierst. Ja, also ich... So. Und jetzt kommt jemand vorbei. Machst du dann weiter? Oder? Ja, also es läuft so ab, dass ich, falls jemand vorbeikommt, halt wie gesagt etwas älter ist und ich das dann halt vorher schon sehe, dann... Also ist das wichtig? Ist das wichtig, dass die Person älter ist? Ja, weil es wäre mir ziemlich peinlich, wenn sie irgendwie, ja, so in meinem Alter oder unter 30 wirklich, also so sollte schon jemand Älteres sein. Erregt dich das dann mehr, wenn das jemand Älteres ist? Ja. Das schon, ja. So, jetzt kommt diejenige Person, ist das egal, ob Mann oder Frau? Ja. Aha. So, jetzt kommt ein Mann, eine Frau, meinetwegen 40 Jahre alt, vorbei. Und die Person sieht, dass du onanierst auf der Parkbank. Was passiert dann? Ja, also ich habe es halt immer so gemacht, wenn ich gesehen habe, dass jemand kommt und ich in dem Moment halt ja genug Überwindungskraft hatte, dann habe ich mir wirklich auch halt, wie gesagt, die Hose ganz runtergezogen und die Beine also auch breit gemacht und dann meinen Kopf nach hinten gelegt zum Beispiel, so dass ich also im Idealfall erst davon merke, dass mich jemand erwischt, wenn sie mich ansprechen. Also haben dich denn, ich meine, das ist ja dann eine ganz, ganz klare Entblößung, was du da machst. Hat dich dann ist dann jemand mal stehen geblieben und hat dich angesprochen und gesagt, ja, was machst denn du? Was soll das? Ja, also gerade als ich jünger war, entweder kam halt sowas, was soll das denn oder so, und sind halt weitergelaufen. Mhm. Und ein paar Mal kam es halt auch vor, dass gerade ein Mann oder so stehen geblieben ist und gemeint hat, was machst du denn hier? Also ziemlich energisch. Mhm. Also was heißt energisch? Ziemlich streng. Und dann habe ich ihn halt sofort die Hose hochgezogen und habe mich halt entschuldigt und das wollte ich nicht, dass dann auch wirklich mal dazu kam, dass er meint, nee, lass doch mal, zeig mal her und dass es dann also dazu kam, dass ich vor ihnen weitermachen musste oder halt... Dazu kam es nicht? Ja doch, dazu kam es. Also dazu kam es auch? Genau. Mhm. Und einmal auch bei einer Dame, die war auch vielleicht um die 40 und das war natürlich dann so das, ja, das Superding eigentlich, dass ich erwischt werde und sie dann wirklich sagt, hey, das geht so nicht und wenn das jemand wüsste und ich wohne da vorne, willst du nicht erstmal mitkommen, darüber muss man reden und also das dann so, ja. Ja, was ist denn da passiert? Fand die Dame das toll oder fand die es nicht toll? Sie fand es im Endeffekt, denke ich, toll, weil als ich mit ihr zu ihr gegangen bin, sollte ich also sofort wieder die Hose runterziehen und sie wollte mir weiter zuschauen und Wie oft machst du denn das? Also jetzt früher war es sehr, sehr häufig, jetzt ist es nicht mehr ganz so häufig, aber es kommt halt immer, ich sag mal vielleicht eine Woche gar nicht, dann vielleicht 2, 3, 4 Mal die Woche, halt immer an irgendwelche anderen Orte. Also manchmal lasse ich es dann auch sein, bevor mich jemand erwischt, weil einfach, ich bin inzwischen 19 und ich weiß. Du rufst mich ja an.
Und ja. Du wirst mir das ja wahrscheinlich nicht nur mal so erzählen, weil das irgendwie eine schräge Sache deines Lebens ist. Ich will es loswerden, diesen... Ich höre es eigentlich an der Art, wie du mir das erzählst, dass dich das nervt. Ja. Und finde ich auch zu Recht, weil das ist eine sehr pervertierte Neigung. Ja. Im Übrigen stehst du auch immer so halb schon vor Gericht. Deshalb. Und deswegen muss ich das lassen. Also. Mhm. Ganz schnell kannst du nämlich eine Anzeige kriegen. Ja. Deshalb. Außerdem, lass mich mal nochmal fragen, grundsätzlich so zu deiner Sexualität. Du bist 19 Jahre alt. Hattest du schon eine Freundin? Ja, mehrere. Mehrere. Und hast du das, während du eine Beziehung hattest, auch gemacht? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Mhm. Wer weiß das noch, dass du das machst? Niemand. Hast du deine Freundinnen, hast das auch nie erzählt, dass du so eine Neigung hast? Nein. Mhm. Allein durch deine Willenskraft schaffst du das nicht, davon wegzukommen? Ich sag mir immer, jetzt lässt es sein und dann bin ich irgendwo in einem Park und die Erinnerungen kommen wieder oder so und ich sag mir halt, hey, also wie gesagt, in letzter Zeit kommt es auch nicht mehr wirklich vor, dass mich jemand erwischt, weil ich ja dazu fehle. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, mir fehlt der Mumm, weil eigentlich ist es ja eher Vernunft. Mhm. Und wo ich mir dann halt sage, nee, das kannst du nicht machen. Und aber es ist immer so, ist ja interessant, wenn du alleine bist, also wenn du einsam bist, wenn du keine Beziehung hast, dann kommt dir das gar nicht in den Sinn. Nee. Mhm. Was ist denn eigentlich, was ist denn neben dieser Sache, sage ich mal so, das zweitschärfste, was du dir so vorstellen kannst, was dich antörnt? Ja, es geht halt, irgendwie ist das schon dieses, egal in was für einer Situation, sei es von der Freundin oder irgendwie, halt dieses Erwischtwerden oder einander zuschauen. Und weißt du, Dominik, das müsstest du in den Griff kriegen und da gibt es ja auch Formen, das zu kanalisieren. Weiß ich nicht, irgendwann später mal in den Swingerclub zu gehen oder auf Sexpartys oder so, wo du das in einem legalen Rahmen ausleben kannst, deine Lust. Ich würde mir an deiner Stelle, das muss jetzt keine große Therapie sein oder so, zumindest für einige Stunden, einige Beratungen, eine professionelle Hilfe suchen. Mhm. Und zwar bei jemandem, der sich mit solchen Dingen gut auskennt. Entweder ein spezialisierter Psychotherapeut mit Schwerpunkt Sexualtherapie, irgend sowas. Mhm. Würden wir dir gerne bei behilflich sein, da jemanden zu finden. Ja, denn du hast die guten Voraussetzungen. Du sagst, ich will das nicht mehr machen. Nee. Ich schaffe es irgendwie nicht alleine, also brauche ich so ein paar Tipps, jemand, der mich lenkt. Richtig. Ja. Also finde ich gut, dass du angerufen hast und wir werden dir jetzt ein bisschen versuchen weiterzuhelfen mit ein paar Anlaufstellen, Adressen. Ja. Und den Rest musst du dann auch weiter selbst in die Hand nehmen. Ja. Ja? Natürlich. Okay, dann legst du bitte auf. Jawohl. Und wir rufen dich, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und alles Weitere dann telefonisch. Okay. Danke, euch beiden. Alles Gute, Dominik. Okay. Tschüss. Heidrun ist hier. Heidrun ist 42. Guten Morgen. Morgen. Hallo Heidrun. Weswegen rufst du mich an? Ich habe ein Problem mit meinem Mann, der geht auf Sexseiten. Auf Sexseiten? Im Internet? Im Internet. Mhm. Was sind das für Seiten? So die üblichen oder irgendwelche besonderen? Quer durch den Garten, würde ich mal sagen. Ja. Woher weißt du das? Ja, irgendwie... kontrolliere ich. Wie machst du das? Ja, indem ich da gehe zu und dann gucke ich nach, auf welche Seiten er war. Ja. Ja, und also ihr habt einen gemeinsamen Computer, einen Rechner? Ja, genau. Wenn er denn dran war, dann kann man ja nachschauen, wo die vorhergehende Person war. Genau. Mhm. Ganz genau. Wie, wenn ich irgendwie im Internet gehe, kann der es auch gucken. Mhm. So mache ich das bei ihm auch. Mhm. Und wie lange weißt du das denn schon? Ja, es geht schon eine ganze Weile. Also ich bin mit meinem Mann 10 Jahre zusammen, 2 Jahre verheiratet. Ah ja. Und bevor wir geheiratet haben, da war eine ganze Weile, dass er da andauernd auf diese Sexseiten war. Das ging mir schon damals schon gegen den Strich und dann war Ruhe. Mhm. Ja, und jetzt seit ungefähr einem Monat. Mhm.
geht das wieder los. Sprichst du mit ihm darüber? Ja. Was? Und er weiß auch ganz genau, dass ich da drauf anspringe wie ein HB-Männchen, ne? Was sagt er denn dann? Wie erklärt er sich? Wie rechtfertigt er sich? Ja, er empfindet das nicht als schlimm, als normal und... Ist es schlimm? Für mich ist es schlimm, ja. Warum ist es schlimm? Ich weiß nicht, das ist... ja, für mich sind das tote Bilder. Und wenn man sich da auf... Entschuldigung... sich da einen auf tote Bilder runterholt. Ich verstehe das nicht. Wir haben ein normales Sexleben. Bist du mit eurem Sexleben zufrieden? Ja. Ja. Also das er ist auch? Ja auch. Nehme ich mal an. Also sagt er mir auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass er da... Du hast gerade gesagt, auf tote Bilder. Was meinst du mit toten Bildern? Oder was meinst du? Ja, erklär das erstmal. Ja, tote, also was heißt tote Bilder? Das sind Fotos. Das ist nichts, was mich, also mich persönlich erregen kann. Ja, nun kann man ja sagen, okay, komm, es sind nur Fotos. Dich erregt es nicht, aber ihn erregt's. Ihr habt eine gute Sexualität. Der Bursche macht das mal zwischendurch und ist auch nicht so schlimm. Doch. Warum macht er das? Hast du ihn gefragt? Warum? Ja, ja, klar habe ich ihn darauf angesprochen, aber... Das ist ja eine interessante Antwort, die dann kommt. Dann müsste ja, da muss ja irgendwas mit Substanz kommen. Ja, also so etwas in der Richtung. Das an. Ja, ist mir schon klar. Aber warum macht er es? Macht er es, weil er nicht zufrieden ist mit eurer Sexualität? Oder weil ihm das nicht ausreicht? Oder weil er gern auch mal ein bisschen was anderes gucken will? Ja, aber das sind ja... sind ja nicht so, was weiß ich, irgendwie extrem Bilder, die wir in der Sexualität nicht machen würden. Also ganz normale Sex- und Pornobildchen. Genau. Ihr seid 12 Jahre zusammen, ne? So habe ich es gerade verstanden. 10 und davon 2 verheiratet. Ja. So war's. In diesen 10 Jahren seid ihr euch da immer treu gewesen? Ja. Bist du da auch relativ sicher, was seine Person anbelangt? Ja, doch, an für sich doch, ja. Weißt du, Heidrun, empfindest du das so ein bisschen wie fremdgehend, dass er das tut? Ja. Das doch, glaube ich schon, ja. Dass der irgendwie, ich habe keine Traumfigur, er sucht sich da andauernd diese, ne? Ah, so. Also ist es ein bisschen verletzend auch für dich. Ja. Das tut mir unheimlich weh. Und das schätze ich mal, dass er das weiß. Tut es dir denn auch weh? Allein die Tatsache, dass er sich selbst, dass er sich auch noch selbst befriedigt, neben eurer Sexualität? Ja. Das auch? Ja. Seidun, ich habe da ein bisschen liberalere Auffassung. Ich finde, wenn man so lange zusammen ist, sollte man dem Partner auch den Freiraum geben, sich selbst zu befriedigen. Und wir sind alle alt genug, um zu wissen, dass man dann auch mal ein paar andere Sachen im Kopf denkt, als immer nur den eigenen Partner. Und wenn das vielleicht noch ein bisschen unterstützt wird durch so Bildchen. Weißt du, für mich ist so entscheidend, dass ihr beide eine gute Sexualität habt. Wenn du sagst, das ist befriedigend. Ja. Das ist schön. Ja, aber deswegen verstehe ich nicht, dass er da trotzdem noch ins Internet geht. Ja, weißt du, wenn man 10 Jahre Kaviar gegessen hat und du bist... Kaviar und Champagner für ihn, weil ihr ein Paar seid und er dich sehr liebt. Ist es auch mal schön, mal irgendwie was anderes zu sehen. Und mal ein bisschen sich Appetit zu holen. Er guckt ja auf der Straße auch anderen Frauen nach. Und das macht ja jeder, ist ja auch okay, bis zum bestimmten Grade. Und wenn du nicht die Traumfigur hast, ist auch egal. Er ist ja bei dir und er liebt dich so, wie du bist. Deshalb kann man ja auch mal zu einer anderen Frau gucken. Wie ist es denn bei dir? Befriedigst du dich denn auch selbst? Ja. Oh. Ja, wenn er nicht da ist, ja. So, da haben wir es ja schon. Ja, aber nicht... Nee, du guckst keine Bildchen, ist mir schon klar. Klar. An was denkst du denn, wenn du dich selbst befriedigst? Ich denke an ihn. Ehrlich? Immer? Ja, nicht immer. So, da haben wir es doch. Ja, dann tue ich mir vielleicht ein Filmchen rein. So, und guckst dir irgendwelche knackigen Jungs an? Nö.
Sondern? Was die da so treiben. Ja. Aber siehst du, jede Sexualität ist ja anders. Und die Sexualität eines Mannes ist in der Regel anders als die von der Frau. Aber du, in gewisser Weise machst du es ja auch. Insofern könntest du ihn doch nachempfinden. Nur weil du es tust, weil du das tust, liebst du ihn ja nicht weniger, oder? Nein. So, und wahrscheinlich ist es bei ihm ganz genauso. Gib ihm doch ein bisschen diesen Freiraum. Weil er fühlt sich wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt und er steht irgendwie ein bisschen blöd vor dir da, wenn du ihn erwischst und das auch immer wieder ansprichst. Hast du es in ihm gegenüber auch schon mal gestanden, dass du dich auch selbst befriedigst? Ja. Ja. Und weiß er das auch, dass du dir auch schon mal so Filmchen anguckst? Ja, sicher weiß er das. Was sind denn das für Filmchen? Das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden. Sind das Pornofilme? Ja. Du guckst ja also Pornofilme. Ja. Heidrun. Du bist mir ja eine. Ja. Da pfeift die Heidrun sich ab und zu ein paar Pornofilmchen rein, wo ich gar nichts gegen habe, und schimpft, dass ihr Mann sich mal ein paar Bildchen anguckt im PC. Ja, warum sagt er denn nicht zu mir, pass mal auf, komm, wir gucken uns das mal gemeinsam an, vielleicht erregt dich das ja auch. Aber du guckst sie dir doch auch schon mal alleine an, die Filme. Ja, klar, aber ich weiß nicht. Ich finde das, ich gehe da hoch wie ein HB-Männchen, wenn er auf diese Weißt du, was ich glaube, was der Hauptgrund ist? Dass du dich etwas schämst und Komplexe hast wegen deiner Figur. Und dich vergleichst mit den Schüssen, die da auf den Pornobildern abgelichtet sind. Und du Angst hast, dass er die attraktiver findet als dich. Kann das sein? Ja. Mhm. Aber ich sag dir mal, wenn ihr so lange zusammen seid, wie ist denn so eigentlich die Ehe und das Zusammenleben? An für sich ganz gut. So. Das heißt, dass ihr euch schon beide lieb habt. Ne? Ja. Ja. Dann akzeptiert er dich auch, wenn du jetzt nicht die super Heidi Klum-Figur hast. Ist ja auch angenehm, dass nicht alle Leute so rumlaufen wie die. So. Der hat dich lieb. Der hat dich lieb. Punkt. Das ist ein ganz großer Satz. Und der findet die Sexualität mit dir super. Dann gib ihm doch ein bisschen Freiraum, dass er auch mal ein bisschen anders gucken kann. Finde ich ganz wichtig, Heidrun. Weißt du, wenn du ihm da so viel Druck machst, läufst du wirklich Gefahr, dass du ihn irgendwie nervst und dass du vielleicht dadurch sogar ein bisschen die gute Beziehung gefährdest. Ich kann aber nicht über meinen Schatten springen, wenn ich das sehe. Gehe ich hoch. Ist immer so eine Sache. Natürlich ist es das Schwierigste überhaupt für uns alle, über unsere Schatten zu springen, in jeder Beziehung. Aber wenn man irgendwie was erkennt, was nicht so richtig ist, muss man sich bemühen darum. Und auch zwingen. Zumindest bemühen. Und jeder kleine Schritt, wo es einem gelingt, ist das schon ein Sieg. Und du musst ja immer denken, wofür du das tust. Du tust das für eure Liebe und eure Beziehung. Und für euren Frieden auch in der Ehe. Eigentlich ist es ja gar kein großes Problem, wenn er jetzt fremd gehen würde, wenn er zu einer Prostituierte gehen würde. Oder weiß ich was. Dann würde ich auch jetzt sagen, Mensch, da müssen wir jetzt aber richtig Tacheles reden. Aber so möchte ich eigentlich zusprechen, dass du ein bisschen toleranter bist und lockerer mit ihm umgehst. Hallo. Und der hat dich lieb, wie du bist, auch wenn du ein bisschen mollig bist. Liebe Heidrun. Wollen wir dich nochmal anrufen? Du bist ganz fertig, ne? Du weinst. Mhm. Wir rufen dich mal gleich nochmal an und beenden das Gespräch hier auf dem Sender, okay? Alles klar. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Jo, tschüss. Alles Liebe, tschüss. Thomas ist hier. Thomas ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Morgen. Und was geht's bei dir? Also folgendes. Ich habe eine Freundin gehabt oder hab eine gehabt. Ich weiß es nicht genau. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, wie lange wart ihr denn miteinander zusammen? Also es sind knapp anderthalb Jahre. Ja, und jetzt kriselt da was? Ich glaube, das ist schon auseinander. Ja. Bis gestern war alles eigentlich tipptopp. Also ich konnte eigentlich nicht klagen. Schmetterlinge im Bauch immer noch, nach anderthalb Jahren. Ja. Und heute kriege ich einen Anruf, heute Mittag.
Und sie meinte, ja, sie hat sich die ganze Nacht Gedanken über uns gemacht und sie hat wohl Zweifel und ja, irgendwie sind wohl bei ihr die Schmetterlinge nicht mehr da, beziehungsweise sie hat keine Gefühle mehr für mich. Und ja, das kommt alles so, ja, so irgendwie so plötzlich. Wie, ja, ja, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, genau so sieht es für mich aus. Hat sie denn gesagt, ich meine, nach anderthalb Jahren hat man ja vielleicht auch nicht mehr so Schmetterlinge wie im ersten halben Jahr. Hat sie gesagt, die Schmetterlinge sind nicht mehr da? Oder hat sie gesagt, da sind überhaupt keine Gefühle mehr da? Doch, Gefühle sind da, das hat sie schon noch gesagt. Aber sie weiß nicht, ob das noch ausreicht für eine Beziehung. Hm. Wie hat sie es erklärt, wie das kommt? Hast du einen Anhaltspunkt von ihr bekommen? Eigentlich ja so ein wenig schon. Also, nämlich? Erzähl mal. Wir waren gestern Abend noch unterwegs, war das gestern Abend? Ich weiß nicht, ich glaube, Dienstag, ja, ich weiß nicht mehr, waren wir unterwegs, waren mit dem Auto, waren wir öfter, einfach mal durch die Gegend fahren. Und ja, wir stellen uns einfach irgendwo hin und kuscheln dann meistens immer so ein bisschen und schmusen. Und ja, irgendwie meinte sie dann, ja, das war ein Gefühl, als wenn sie mit ihrem Freund kuschelt, also mit ihrem besten Freund. Und das war nicht mehr mein Freund, der mir neben mir sitzt. Hat sie gesagt? Und hat sie gesagt, richtig. Dazu meinte sie noch, das liegt überhaupt nicht an mir, das sind ihre Gefühle und so weiter und so fort. Du hast nichts falsch gemacht, hier und da und wie. Und dann kam sie halt dann noch mit der Sache raus. Sie hatte vor unserer Zeit hatte sie, kann man das Affäre nennen, ja, so ein kleines Techtelmechtel mit einem ehemaligen oder mit einem guten Freund von ihr. Und da sind wohl doch noch irgendwie Gefühle da und das ist ihr jetzt auch irgendwie klar geworden. Und ach so, da ist ein anderer Typ im Spiel. Ja, aber im Spiel, das weiß ich nicht. Auf jeden aber Fall im Kopf ist er zumindest da bei ihr. Im Kopf ist er da. Da ist noch nichts gelaufen, das weißt du nicht genau? Doch, da ist was gelaufen, aber vor unserer Zeit. Ja, ich meine, jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, das weißt du nicht. Nein, da ist nichts gelaufen. Die treffen sich halt und verstehen sich gut, aber sie hätte mir gesagt, wenn da was gelaufen ist. Also so ehrlich ist sie. Aber die treffen sich schon? Ja, mehr oder weniger, regelmäßig eigentlich. Ja. Und da ist ihr das klar geworden, da... Ja, wenn die sich treffen und gegenüber sitzen, dann ist da irgendwas in ihr passiert. Ja, irgendwas kribbelt, sagt sie. Hört sich nicht gut an, Thomas. Ja. Hört sich nicht gut an. Scheinst schlechte Karten zu haben im Moment. Ja. Eben drum. Ja? Wie hast denn du darauf reagiert? Das ist ja immer schlimm, wenn man das gesagt bekommt. Das ist ja ein Hammer. Also ich musste mich erstmal zusammenreißen, nicht, dass ich nicht austickle. Ja. Also ich bin ja so ein kleiner Choleriker, also ich gehe eigentlich immer hoch und gerade auch bei Herzensangelegenheiten bin ich ziemlich nah am Wasser gebaut. Und dann habe ich halt erstmal gesagt, ob das noch eine Chance gibt und morgen Abend treffen wir uns erstmal nochmal und reden halt von Auge zu Auge, die Augen miteinander drüber. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich eine Beziehung mit ihm vorstellen könnte, also sie sagt nein. Eine Beziehung mit dem anderen vorstellen kann? Oder ja, mit dir? Nee, mit ihm. Mit ihm, Vorschläge. Sie sagt nein. Ja, aber diese andere ist jetzt, finde ich, gar nicht mal so im ersten Moment im Vordergrund. Für mich ist eine wichtige Aussage, dass sie sagt, dass sie ihre Gefühle nicht mehr sicher ist oder dass da nicht mehr so Gefühle sind, wie es mal war. Und dass sie das Gefühl hat, wenn sie mit dir kuschelt, dass sie mit einem besten Freund kuschelt, was immer das auch heißen mag. Aber das spricht nicht sehr für dich. Das heißt, die ist sich sehr unsicher. Und die hat das von sich aus gesagt. Die ist sehr irritiert. Ja gut, aber jetzt weiß ich aber auch nicht unbedingt, wo das herkommt. Ne? Also gestern war ja noch alles, perfekt. Es war ein sehr schöner Tag, den wir hatten. Ja, und aber, es war irgendwie immer. Du weißt ja nicht, was da in den letzten Wochen oder Monaten sich schon bei ihr vorbereitet hat. Und sie hat das vielleicht perfekt überspielt und du hast es nicht gemerkt. Oder du hast Dinge übersehen. Das würde sie nicht tun. Also das glaube ich nicht. Ich bin jemand, der kann erstens sehr gut in Augen lesen und zweitens ist sie jemand, die war eigentlich schon immer sehr ehrlich. Ja, aber vielleicht sind da auch Sachen in ihr vorgegangen, die sie selbst gar nicht so richtig kapiert hat. Und ihr das auch erst jetzt klar geworden ist und dann hat sie es dir gesagt. Die Liebe ist ja nun ein sehr verworrenes Spiel und da blickt man ja nicht durch. Das ist ja alles irrational, die Gefühle. Manchmal ist man ja selbst überrascht über die eigene Person, was man plötzlich empfindet oder wem gegenüber man empfindet. Vielleicht ist es ihr auch so gegangen. Ich meine, Thomas,
das ist alles noch nicht, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Noch besteht ja eine Chance. Ihr könnt morgen reden. Du kannst weiter versuchen, da noch was rauszuholen. Ja, das ist richtig, aber ich will so nicht unbedingt in die Enge treiben. Damit bewirkt man meistens doch das Gegenteil. Das ist jetzt genau der Punkt, dass du in der Situation nicht panisch wirst, nicht zu massiv wirst, sie nicht, wie du es ausdrückst, in die Enge treibst, sondern dass du versuchst, jetzt ab morgen, wenn ihr redet, wirklich freundlich, sachlich zu reden. Vielleicht gibt es eine Chance, vielleicht ist sie ja nur irritiert im Moment. Vielleicht ist da irgendwas aufgeflackert und das kann auch wieder vorbei sein. Du musst mal rauskriegen, du musst versuchen rauszukriegen, wie ernst das mit diesem anderen Typ ist. Und in welchem Zusammenhang das steht mit dem Verlust der Gefühle dir gegenüber. Ich vermute, dass da ein Zusammenhang besteht. Versuche mal rauszukriegen, wie wichtig ihr diese Beziehung zu diesem Ex-Menschen da ist. Also wie oft die sich sehen, was die miteinander machen, was sie toll an dem findet, wie oft sie an den denkt und so weiter. Ja, aber sie zu mir sagt es halt, sie sagt es mir, also auf jeden Fall sind da Gefühle aufgeflackert irgendwie und ein bisschen Schmetterlinge im Bauch und sie meinte wohl, sie möchte mir da nichts vormachen und solange sie sich nicht sicher ist, Vielleicht ist das sogar sehr gut. Vielleicht hast du wirklich eine gute Chance, weil sie das so früh sagt. Jetzt besteht die Möglichkeit für dich, dass du die Chance am Schopfe packst, indem du da wirklich klug vorgehst und sie eben nicht platt machst und sie nicht zu sehr bedrängst. Ja gut, ich meine, was sie hat nur zu mir gesagt, auch wenn das nicht klappt, beziehungsmäßig, würde es sehr leid tun und sehr wehtun, wenn wir auch keine Freunde mehr bleiben würden. Ja, das sagt man immer so. Das sagt man immer so. Ja. Also ich hab zu dir gesagt, das kann ich dir nicht versprechen. Nee, das kann man nicht versprechen. Darum, das sind immer so Sprüche mit dieser Freundschaft, da halte ich gar nichts von. Das klappt meistens nicht, klappt manchmal, aber in den meisten Fällen nicht. So, jetzt geh morgen erstmal versuch damit besonnen da reinzugehen. Mit kühlem Kopf morgen in das Gespräch. Und versuch dich zurückzupfeifen, wenn du anfängst, cholerisch zu werden. Heul nicht vor ihr, heulen, das in dem Fall finde ich das alles gar nicht so angebracht, sondern versuch mal abzutasten, wie so die Sache bei ihr angesiedelt ist im Moment mit dem Neuen. Ja, richtig. Na, ich liege jetzt nur vorm Chaos. Ich weiß jetzt gar nicht mal wohin, was ich machen soll. Ich meine, bis gestern sah alles noch perfekt aus. Man blickt in die Zukunft, was noch kommt und was man sich wünscht und auf einmal ist alles irgendwie kaputt. Noch nicht ganz. Es ist alles große Warnschüsse, die ich da höre. Aber es ist noch nicht richtig kaputt. Geh da jetzt mal erst ran und versuch das Beste noch zu machen und rauszuholen. Vielleicht gewinnst du sie ja zurück. Das kann sein. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen und du auch noch nicht. Das ist richtig. Aber wer sagt mir, dass das dann nicht nochmal passiert? Weiß man nicht. Das weiß man aber auch nie. Niemals, Thomas, bei jemandem. Sicher kannst du dir eines Menschen nie sein. Niemals. Mein Lieber, Kopf hoch. Das kann durchaus, da sind noch Chancen, glaube ich, aber es kann auch sein, dass es jetzt der Anfang vom Ende ist, kann auch sein, aber mit kühlem Kopf morgen rangehen, okay? Ich versuch's. Alles Liebe und toi toi toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Sommergeschichten. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer sprechen. Was habt ihr so in den letzten Sommerwochen und Sommermonaten Besonderes erlebt? Schönes, Trauriges, Absurdes vielleicht, Dramatisches, Dinge, mit denen ihr niemals gerechnet hättet, dass sie nun gerade in diesem Sommer passieren. Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Mailadresse oder morgen, eine Stunde vor der Sendung oder halt dann auch während der Sendung. Hier ist Michael und Michael ist 26 Jahre. Hallo. Hallo Domian. Michael, guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Freundin letzte Woche vergewaltigt wurde. Ich hab's nicht verstanden. Deine Freundin? Letzte Woche vergewaltigt wurde. Wie ist das passiert? Wie ist es dazu gekommen? Sie ist nachts um 12 noch los zu einer Freundin und sie wurde dann von hinten von dem Typen mit dem Messer bedroht und dann ist es passiert. Auf der Straße? Ja, auf der Straße. Und gleich in der Nähe von ihrer Wohnung. Ja. Hat sie diesen Mann erkannt? Das weiß ich nicht.
Es ist dann auf der Straße zu der Vergewaltigung gekommen. Ja, also nicht direkt auf der Straße, sondern auf dem angrenzenden Grundstück. Ja. Was hat deine Freundin unmittelbar danach getan? Sie sagte mir, sie hätte, also das soll eine Stunde ungefähr gedauert haben, sagte sie mir, sie hätte die Polizei gerufen. Das Ganze hat eine Stunde gedauert? Also. Die Leitung ist so schlecht, entschuldige, deswegen frage ich immer. Hat die Vergewaltigung eine Stunde gedauert oder hat sie eine Stunde gewartet nach? Also ich denke mal, also sie sind 12 losgegangen und um 10 nach 1 soll der Notruf bei der Polizei eingegangen sein. Mhm. Und sie ist dann auch zur Polizei gegangen und hat die ganzen Vernehmungen dann über sich ergehen lassen? So hat sie mir das gesagt, ja. Hast du Zweifel daran? Ja, irgendwie schon. Warum? Weil die mir nichts sagt. Sie sagt mir nichts von den Ermittlungsergebnissen, was jetzt Stand der Dinge ist oder so. Mhm. Sie spricht nicht drüber. War sie in der Nacht dann auch noch in einem Krankenhaus? Ja, das, so hat sie mir das gesagt. Hat sie auch gesagt. Mhm. Wann hat sie sich denn dann bei dir gemeldet und hat dir erzählt, was passiert ist? Mittwochabend erst. Achso, also ist ein ganzer Tag, also ist vergangen. Richtig, und sie sagte nur, wir müssten miteinander reden, weil sie mich am Telefon angerufen hat. Und ich bin den Abend aber nicht mehr hingefahren, sondern habe es erst dann nächsten Morgen, am Donnerstagmorgen mit ihr oder von ihr am Telefon gehört. Warum bist du nicht hingefahren? Das klang doch schon dramatisch, wenn sie sagt, wir müssen dringend reden. Dann mache ich mir auch Vorwürfe deswegen. Ich wollte eigentlich auch den Dienstagabend dahin und da war ich dann auch nicht bei ihr. Und ich glaube, wenn ich bei ihr gewesen wäre, wäre das nie passiert. Okay, das ist natürlich jetzt müßig, das darüber nachzudenken. Vielleicht wäre es dann aber auch in einem anderen Zusammenhang passiert. Aber warum bist du am Mittwochabend nicht hingefahren? Weil ich mit einem Freund eigentlich verabredet war. Und okay, einfach. Du hast es auch nicht so was Ernsthaftes auch gar nicht erwartet. Nein, auf keinen Fall. Ja. So, jetzt bist du irritiert, wie deine Freundin sich dir gegenüber verhält. Nämlich, weil sie so distanziert ist und kaum etwas erzählt. Richtig. Mhm. Ja, also ich denke mal, es ist mit Sicherheit normal oder nicht normal, aber ich gehe mal davon aus, dass es normal ist für ein Vergewaltigungsopfer, dass es sich nicht mitteilt, aber als Partner möchte man natürlich alles wissen und man möchte natürlich so gut es geht zur Seite stehen. Da weiß man ja gar nicht, was in dem Mädchen vorgeht. Und sie steht ja wahrscheinlich noch unter Schock. Ja. Insofern, da reagiert natürlich auch jeder Mensch, dem so etwas widerfährt, auch anders. Es gibt Menschen, die sich dann völlig zurückziehen und selbst die nächsten Menschen nicht an sich ranlassen. Und es gibt natürlich andere, die sprechen. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Seit dieses Jahr April. Ach so, also das ist ja noch nicht so vertraut ist das ja auch noch nicht. Nein, also ich sag mal, wir haben uns über das Internet auch kennengelernt, über den Chat und ich hätte es früher auch nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt, aber es war wirklich halt Liebe. Mhm. Na gut, aber es ist eben noch nicht so sehr lang und noch nicht so verwoben miteinander. Nein. Hast du denn, es klang gerade so, hast du denn wirklich Zweifel, dass sie bei der Polizei war? Also Zweifel nicht, dass, also so, ich sag mal, zu 95% glaube ich ihr das. Mhm. Aber ich denke mal, mich treibt auch das dazu, dass ich möchte, dass der Typ gefasst wird. Mhm. Und deswegen, also ich möchte wissen, was die Polizei weiß. Also wissen, was passiert ist, wie es passiert ist. Und vielleicht sehe ich irgendetwas, was die Polizei nicht sieht oder kann durch sie erfahren. Also ich verstehe natürlich, dein Engagement. Und ich würde wahrscheinlich genauso empfinden wie du, dass man denkt, das Schwein muss gefasst werden und man muss alles unternehmen. Gehen wir mal davon aus, deine Freundin hat die Wahrheit gesagt, dass sie bei der Polizei war.
Und du sagst ja, zu 90% gehst du auch davon aus, sie hat das ja auch mit dem Krankenhaus beschrieben und so weiter. Ja. Dann lass ihr doch einfach mal etwas Zeit. Ich hoffe mal, dass sie bei der Polizei auch eine psychologische Betreuung bekommen hat. Oder noch weiter bekommt. Die ist auch, ich sag mal, vorher in psychologischer Behandlung gewesen. Achso, das heißt, sie hat einen sogar jetzt einen Ansprechpartner dafür. Ja, sie ist bei einer Therapiegruppe. Die habt ihr auch auf eurer Internetseite. Bitte? Die habt ihr auch auf eurer Internetseite. Achso. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, Michael, das klingt ja schon mal ganz gut. Wir gehen davon aus, dass sie bei der Polizei war. Wir gehen davon aus, dass sie einen psychologischen Ansprechpartner hat. Lass sie mal einfach in Ruhe. Das heißt, sei für sie da. Sei besonders nett und liebevoll zu ihr. Aber bedrängen sie nicht zu sehr mit Fragen. Ich weiß, deine Gründe sind ehrenwert. Aber glaub mal, das ist dann schon in guten Händen, wenn die Polizei das alles aufgenommen hat. Und so viel wirst du gar nicht machen können. Ich weiß, dass ich mich auch anfangs falsch verhalten habe. Ich habe sie in die Ecke gedrängt. Kann man jetzt so einen übertragenen Sinne sehen. Also ich habe sie gefragt und wollte es einfach wissen und wollte es wissen und wollte es wissen. Und klar, im Endeffekt haben wir dann später habe ich dann zu ihr gesagt, wenn sie mit mir reden möchte, dann kann sie mit mir reden. Und wenn sie es nicht aussprechen möchte, dann soll sie es mir aufschreiben. Ja, aber vielleicht will sie es auch noch gar nicht aufschreiben im Moment. Ja. Lass sie einfach komplett in Ruhe. Wenn sie sich mit dir treffen möchte und wenn ihr irgendwelche Dinge unternehmen wollt, mach alles so wie immer. Bau einfach Vertrauen auf. Wir wissen gar nicht, was mit der Frau passiert ist und was für eine Erschütterung sie hat erleben müssen. Es hat ja seine Gründe, dass sie sich zumacht. Das musst du respektieren, auch wenn es für dich schwer ist. Aber sie hat Schwereres zu tragen im Moment als du. Ja, vor allem, es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass ihr sowas widerfahren ist. Also ihr Ex war wohl auch in der Beziehung sehr gewalttätig. Umso schlimmer. Das heißt, dass sie da schon eine Geschichte hat und umso schlimmer ist das für sie, wenn dann jetzt so etwas nochmal vorgefallen ist. Ich würde wirklich sagen, Michael, lass sie in Ruhe. Okay. Lass sie einfach in Ruhe und sei super nett zu ihr. Und gib ihr einfach Signal, wenn du sprechen möchtest, ich bin immer für dich da. Aber ich bedränge dich überhaupt nicht. Du musst mir auch nichts aufschreiben. Ja, alles Gute wünsche ich dir und schöne Grüße an deine Freundin. Oder vielleicht nicht, du musst es ja vielleicht gar nicht sagen, dass du angerufen hast. Vielleicht ist das auch irgendwie seltsam für sie. Ich weiß es nicht, sie liegt nebenan. Vielleicht hat sie es mitgehört im Radio, ich weiß es nicht. Ah ja, na gut. Ich wünsche alles Gute auf jeden Fall. Okay, danke. Tschüss, Michael. Tschüss. Weiter geht es mit Thomas. Thomas ist 46. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich bin seit einem Jahr verheiratet und habe seit kurzem eine Freundin. Ein Jahr verheiratet? Wie lange mit deiner Frau vorher schon zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre? Also 5-jährige Beziehung, kann man sagen. Mhm. Und die Freundin jetzt, wie lange läuft das schon? Seit einem Vierteljahr. Vierteljahr schon? Mhm. Weiß deine Frau davon? Nein. Wer weiß überhaupt davon? Niemand. Was ist denn das für eine Freundin? Bist du verliebt in die oder ist das eine Sexgeschichte? Eine reine Sexgeschichte. Eine reine Sexgeschichte, eine Affäre, eine Sexaffäre. Ja. Warum hast du die? Das ist die Frage. Versuch mal zu erklären. Tja. Es ist einfach nur so, dass man den Reiz sucht. Heißt das, dass du in deiner Ehe, dass das irgendwie schon ein bisschen ausgelutscht ist, das Ganze? Gar nicht, überhaupt. Gar nicht. Gar nicht. Guter Sex. Alles passt. Leidenschaft. Wunderbar. Was gibt dir denn die Neue, was deine Frau dir nicht geben kann? Das ist schwer zu sagen. Dieses Prickeln, das andere. Ist es das Verbotene? Vielleicht. Es ist keine besondere Sexpraktik. Die gar nichts, nein. Wie oft triffst du dich mit der anderen? Einmal die Woche. Immer, einmal die Woche? Mhm. Wo? Lose. Ja, wo?
immer verschiedene Standorte, einfach um den Sex auszuleben. Also Auto, Hotel? In Auto. Auto, im Auto. Mhm. Mhm. Wo hast du diese Freundin kennengelernt? Über eine Annonce. Ach so, das heißt, du hast gezielt gesucht? Ich habe dich gezielt gesucht. Das ist mir einfach mal so, ich habe es gelesen und Mensch, habe ich gedacht. Kannst du mal machen. Genau. Aber in den Jahren davor, die 4 Jahre vor eurer Ehe, kamst du nie auf so eine Idee? Nee, irgendwie nie. Und früher so, du bist jetzt 46, in anderen Beziehungen, gab es solche Nebenwelten da auch schon mal? Nein. Also was ganz Neues jetzt? Ja. Wie alt ist die Freundin? Die ist 10 Jahre älter. 10 Jahre älter? Mhm. Hat das auch einen besonderen Reiz, dass sie eine etwas reifere Frau ist? Oder ist das Zufall? Das mag sein, ja. Mhm. Sieht sie denn eure Beziehung auch als reine Sexbeziehung? Oder ist, ja. Ist sie auch verheiratet? Ja, ganz streng. Ganz streng? Mhm. Mhm. Wie fühlst du dich denn dabei? Ganz schlecht. Also ich habe da ein arges Problem mit, also... Das bedrückt mich sehr, weil ich dann immer danach denke, wenn wir uns da gesehen haben, jetzt ist Schluss. Jetzt muss das zu Ende gehen. Das denkst du wahrscheinlich immer unmittelbar danach. Mhm. Vorher bist du wibbelig und heiß und aufgeregt. Genau. Mhm. Und dann kurz danach sage ich mir so, das war's, jetzt ist Schluss. Und dann vergehen wieder ein paar Tage und dann ist es wieder vergessen. Genau. Kitzelt es wieder. Mhm. Großes schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber. Ja, sehr. Die Ehe ist rundrum gut. Sehr gut. Habt ihr Kinder? Selbst zusammen keine. Ja, aber es sind Kinder einer Familie, von dir oder von... Ja, von früheren Beziehungen. Ja. Ach, Thomas. Das ist wirklich beschissen, muss ich so sagen. Mhm. Wenn du eine tolle Frau hast. Ich habe eine tolle Frau, das weiß ich auch. Und das... Ich spüre es auch und ich... Weißt du, wenn man oftmals resultiert ja so etwas aus einem Manko, dass irgendwas fehlt in der Beziehung. Aber so hört sich das bei dir eben nicht an. Sondern, dass du den Reiz des Verbotenen liebst. Das denke ich auch. So ein bisschen sowas. Ich denke wahrscheinlich nicht da auch. Der ist denn dein Leben sehr geregelt, um nicht zu sagen langweilig? Nein. Absolut. In Ordnung. Arbeit, alles... Das heißt, ist der besondere Kick wahrscheinlich irgendwie. Ja, deswegen frage ich das. Wenn deine Frau davon erfahren würde, was wäre? Würde eine Welt für sie zusammenbrechen. Ist die Antwort irgendwie schon klar, ne? Die ich jetzt sagen werde. Aber es sind natürlich dunkle Triebe, die dich dahin treiben jedes Mal. Und wie kriegt man die in den Griff? Wie kriege ich die hin? Wie kriegst du die hin? Okay. Deine Ratio sagt dir ja schon klar, dass es nicht richtig ist. Ich weiß auf der einen Seite ganz genau, dass es totaler Quatsch und totaler Blödsinn ist. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich mir, Mensch, leb deine Gedanken aus. Leb das aus, was du vermachst. Was du verpasst. Aber du verpasst ja eigentlich nichts. Wie du es mir gerade gesagt hast. Ich denke mir das auch, aber... Weißt du, Thomas, ich war früher auch so auf dem Trip des Auslebens. Und habe dann irgendwann erkannt, das geht irgendwie so nicht. Man kann nicht alles ausleben, was in einem rumbrodelt. Man muss irgendwie eine Haltung und eine Linie finden in seinem Leben. Ja, ja. Das ist natürlich ein immerwährender Kampf. Da kann man sich nicht einmal für eine Haltung und eine Linie entscheiden und dann steht man toll da. Sondern es ist jeden Tag ein Kampf. Ich kann nicht 6 Tage die Woche eine Linie verfolgen und am 7. Tag gehe ich dann irgendwo baden. Zugrunde liegen muss eine Entscheidung. Die Entscheidung müsste bei dir sein, ich lasse das sein. Auf der einen Seite, ich habe eine tolle Frau, ich habe eine tolle Ehe, ich habe ein tolles Leben. Ich habe ein Glück. Was nicht so oft passiert. Das riskiere ich einfach nicht für so ein bisschen Gosse, ein bisschen Gossengefühl. So ist es ja. Ja, ja, ja.
dann lebe ich das eben nicht aus, diesen Reiz, den ich dabei empfinde. Und tue es auch der Frau nicht an. Das ist richtig. Weil es ist so schmerzlich und so verletzend für den anderen, wenn er das erfährt. Und wer weiß, das ist ja auch immer so eine Sache, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche undichten Stellen, dass sie es doch mal erfahren könnte. Zufälligkeiten, ich weiß es nicht, irgendwas. Aber tu es vor allen Dingen auch für dich selbst, für deine eigene Selbstachtung. Weil du stehst ja vor dir auch schlecht da. Ich stehe ganz schlecht da. Ja. Ich fühle mich momentan auch ganz, ganz schlecht. Ja, das ist das. Das ist das. Ich fühle mich im Leben dann schlecht. Ich mag das, also ich kann schon gar nicht mehr ihr in die Augen schauen. Es fällt einem, wenn man sowas tut, ist es ja auch, dann fällt es einem ja schon schwer, selbst in anderen Dingen eine moralische Position zu ergreifen. Kann ich nicht. Nee, wenn man selbst so handelt, ne? Ist klar. Ich kann auch gegenüber meinen Kindern und dann auch da nicht moralisch Position beziehen. Also musst du mit deinen reifen 46 Jahren jetzt eine Entscheidung treffen und die musst du durchziehen. Dominik, danke dir. Alles Gute. Du hast mir geholfen. Ich hoffe sehr. Tschüss, Thomas. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, unsere Sendung ist schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. In der Technik war Volker Thake. Morgen heißt, wie ich es gerade schon ein paar Mal gesagt habe, unser Thema Sommergeschichten. Ich möchte gerne mit euch reden über das, was in eurem Sommer jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten passiert ist. An unschönen Sachen, an tollen Sachen, an absurden Sachen. Vielleicht auch Dinge, die ihr gar nicht erwartet hattet. Die sind jetzt genau in diesem Sommer 2006 passiert. Ihr könnt uns mailen unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und bei 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.